mal bei der Union und damit bei Mutti an. Wobei es mir, ich sage Ihnen das ganz offen, bis heute ein völliges Rätsel geblieben ist, eines der letzten großen Mysterien der deutschen Politik, warum ausgerechnet diese Frau Mutti genannt wird. Wessen Mutti? Wessen Mutti ist diese Frau? Ich gestehe, ich bin hier blank. Ich verstehe den Ehrentitel nicht. Für mich hat sie eher etwas von einer Domina, die sadistische Praktiken fürs eigene Volk anbietet und sich dafür von den eigenen Hofschranzen, ich denke da an Tauber, an Altmaier, an Kauder und ihresgleichen, vor lauter Ehrfurcht auch noch devot anhimmeln lässt. Ich meine, schauen Sie sich doch einfach mal so einen CDU-Parteitag an. Da hält die Frau eine 70 Minuten lange, quälend langweilige Rede, schwadroniert und redet ermüdend langweiliges Zeug. Große Teile des Publikums, von den Kameras sogar eingefangen, schlafen dabei ein. Was nicht weiter verwundern darf, ist Merkel doch als Rednerin die personifizierte Schlaftablette schlechthin. Da aber auch die Wirkung von Schlaftabletten irgendwann nachlässt, wachen unsere Merkelanten nach exakt 70 Minuten auf. Also dann, wenn Merkel ihre Rede gerade beendet hat. Und da man ja der Domina gehorchen muss, folgt dann 11 Minuten langer andauernder Applaus. Da klatschen dann die Merkel-Lemminge wie die Duracell-Klatschhäschen. Was für ein trauriger Anblick. Was für ein Niedergang einer doch einstmals großen konservativen Partei, die einmal, lange ist es her, von christlich-abendländischer Werthaltung geprägt war. Heute mutet das C im Namen von CDU wie CSU doch nicht mehr als Symbol einer christlichen Grundhaltung an, sondern es legt eher die Vermutung nahe, dass dieses C inzwischen längst für die Halbmondsichel des Islam steht. Der gehört für diese Leute ja sowieso längst zu uns. Und da muss ich Ihnen sagen, für uns nicht, liebe Freunde, für uns nicht und niemals. Wer aber ernsthaft glaubt, nur sicherheitshalber, es gibt wahrscheinlich keinen mehr, der auf die Idee käme, dass es in der SPD womöglich vernünftiger zuginge oder gar demokratischer als in der CDU, dem sind die innerparteilichen Vorgänge in der SPD entgangen. Die Spezialdemokraten haben ja bekanntlich eine wahre Lichtgestalt ins Rennen geschickt. Der ist heute hier, irgendwo da drüben im Festzelt. Ihren Ruf doch mal Martin Schulz. Schulz, Spitzenkandidat und Parteichef in Personalunion, gewählt mit, großer Tusch, 100% aller Stimmen. Weil er so großartig ist, der Martin. Er muss gleich beides machen. Ich frage Sie, wie kann ein solches personelles Komplettdesaster solche Aufgaben übertragen bekommen? Die Antwort ist einfach. Wen haben die denn sonst noch? Gabriel, Barley, Schwesig, Stegner, Nahles, Maas, die arme, komplett kulturlose Frau Özogus, nicht zu vergessen, eine wahre rote Freakshow. Waren das noch Zeiten, als es in der SPD noch Persönlichkeiten und wirkliche Charaktere gab, wie etwa Willy Brandt oder Helmut Schmidt? Geblieben ist der SPD nur Erinnerung und mit der allein lässt sich nun mal keine Volkspartei betreiben, so sehr sie sich auch abstrampeln. Und sie strampeln tüchtig und kommen kaum über die 20%, wenn sie die schaffen. Wir arbeiten daran, dass es auch darunter bleibt. Warten Sie mal ab, da sind noch Überraschungen drin. Man muss den Schulz eigentlich nur lange reden lassen. Nun, da müssen wir gar nicht so viel machen. Nun muss es also das politische Würstchen aus Würselen machen, gewählt mit 100% aller Stimmen. 100%. Selbst dem alten Erich in der DDR wäre das zu peinlich gewesen. Selbst da kannte man eine gewisse Schamgrenze. Die haben immer so 99, noch was bei der SED gehabt. 100%, das gibt es sonst nur noch in Nordkorea. Und darum nenne ich diesen armen Kanzlerkandidaten, Darsteller der ehemaligen Volkspartei SPD, auch schon seit geraumer Zeit nur noch Kim Jong-Schulz.
Ja? Schlimm, schlimm bis eigentlich mega peinlich wird es, wenn dieser Mann dann einen auf soziale Gerechtigkeit, einen auf Vertreter des kleinen Mannes macht. Nichts ist falscher als das. Dieser Mann ist ein Sozi-Raffzahn, ein Unsozialdemokrat. Der hat als EU-Apparatschik, das muss das Volk wissen, sich eine steuerfreie Sitzungspauschale genehmigt im Europaparlament an 365 Tagen im Jahr. Zählen Sie mal nach, das sind 100% aller Tage. Der hat's mit den 100%, der Martin. Alles so glaubhaft. Martin Schulz war demzufolge also jeden Tag im EU-Parlament, obwohl dieses nur an durchschnittlich 12 Tagen im Monat tagt. Beatrix von Storch kann Ihnen das berichten, das kommt so hin. Martin Schulz war dort also offenbar auch an den sehr vielen Tagen, an denen gar keine Sitzungen stattfanden. Wie hat man sich das vorzustellen, frage ich mich. Unser Sozi Martin saß da wohl auch zu Weihnachten oder an Silvester oder am Ostersonntag im EU-Parlamentssaal. Ganz alleine, sozusagen Martin allein im Parlament. Ja? Das summiert sich, das macht 110.000 Euro netto extra auf das Gehalt, das Sie als EU-Parlamentspräsident sowieso schon haben. Welch ein Herausforderer für Mutti. Wie von ihr bestellt. Wer weiß. Wer weiß. Großartig unterscheiden sich Merkel und Schulz sowieso nicht. Haben Sie gestern das TV-Duell der beiden gesehen? Oder soll ich besser sagen, das TV-Duett? Die beiden sind doch so austauschbar, dass man auch gleich von Margela Schurkel sprechen könnte. Und da muss ich Ihnen sagen, Margela Schurkel wollen wir nicht. Wir wollen keinen Schurkelstaat, wir wollen einen Ordnungsstaat. Und der Schurkelstaat, der ist kein Ordnungsstaat mehr. Unser Ziel ist es, die Regierung Merkel nicht nur abzulösen, sondern sie rückstandsfrei zu entsorgen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was habe ich da nur gesagt? Wie konnte mir das nur passieren? Hab ich wirklich entsorgt gesagt? Und es auch noch mit dem Wort, mit dem Attribut rückstandsfrei verstärkt? Was droht mir jetzt? Die heilige Inquisition durch Frank Plasberg? Oder Schlimmeres? Ich bin ja noch schlimmer als mein Freund Alexander Gauland. Aber war ich das wirklich? Habe ich das wirklich gesagt? Nein. Gott sei Dank, nein. Das war ja gar nicht ich. Wissen Sie, wer diesen Satz gesagt hat? Die Regierung Merkel rückstandsfrei entsorgen zu wollen? Das waren die Worte unseres Vizekanzlers und Außenministers Sigmar Gabriel von der SPD im Jahre 2012. Der hat das gesagt, ich habe ihn nur zitiert. Sie haben also gerade nicht mir applaudiert, sondern Sie haben Sigmar Gabriel applaudiert.